Und damit herzlich willkommen zur neuen Abenteuer hier bei Train Sim World 4. Wir sind in Bad Wilbel, das heißt, wir sind auf der Niedertalbahn unterwegs. Denn es gibt ein neues Spielzeug für Train Sim World 4, beziehungsweise es gibt schon ein bisschen länger, aber ich bin ein bisschen spät mit dem Video. Und zwar die BR218. Das Gute daran ist, dass ich ein bisschen später dran bin, dass es schon ein paar Mods für die 218er gibt, weil sie da so kleine Mini-Wiwichen hat. Keine tragischen, aber doch sind ein paar schöne Verbesserungen. Ich würde sagen, ich spawn mal die 218 in meinen Custom-Verband. Ich habe da mal was vorbereitet. So. 218 mit Endwagen. ich würde sagen, wir nutzen den Bahnsteig hier. Einmal rein da. Da wäre sie. Das ist jetzt die Originallackierung. So wie sie von Daftel Games kommt. Gibt da natürlich ein paar richtig schöne Custom-Lackierungen. Wie zum Beispiel die Touristik-Lackierung. Mega geil. Und ja, hier hinten die altbekannten N-Wagen inklusive Steuerwagen. Ich weiß gar nicht, ob der Steuerwagen in echt mit der 218 überhaupt arbeiten kann. Gut, der hängt jetzt dran. Oha. Da kommt der Kollege von der Bahn. Moin. Ja, übrigens für die Niedertalbahn gibt es jetzt mehrere Fahrpläne. Es gibt modern 2007 und 1991, glaube ich, war es. Wir sind jetzt hier auf der modernen Variante. Kann man sich bei Train Sim World Bots herunterladen. Aber es soll jetzt heute um die Lok da hier gehen. Also ich muss sagen, rein so vom Modell her. Sag mal, Use Look hier. Sieht es eigentlich gut aus. Ich bin jetzt kein Experte für die 218er. Aber sieht gut aus. 140 dürfen wir fahren. IB Regio G, Region Nord, Kiel. Jetzt bräuchte ich den Petroleum 8, Adam 9, glaube ich, war es. Ja, so 218-Fahrer. Ich würde mal sagen, wir machen die Lok mal bereit. Gehen wir hier rein. So. Das wäre der Führerstand. Auch sehr schön gemacht. Also ich bin schon ein bisschen herumgefahren mit der Lok. Gefällt mir sehr gut. Da haben sie tatsächlich mal was Nettes herausgebracht. Hier dahinter sind die Spaßsysteme. PCB und SIFA. Ja, heute gönne ich es mir. Heute mal alles. Da kann man hier den Bremsmodus ändern und den PCB-Modus. Man kann hier in diesen Zwischengang reingehen, wo man nicht sehr viel tun kann. Das gleiche auf der anderen Seite. Und mehr im Original eigentlich auch nicht. Es gibt aber einen Mod, wo man hier in den Motorraum rein kann. Der sieht entsprechend nicht so gut detailliert aus, aber es ist immerhin was da. Ich weiß nicht, warum man im Original hier nicht reingehen kann. Das ist der Motor an sich. Da muss man hier einmal kurz runter. Und dann kann man hier durch die nächste Tür durch und dann ist man auf der anderen Seite. Ja. Komm ich da durch? Das ist der andere Führerstand, der man hier übrigens durch kann. Muss man hier den Sitz einmal umklappen. Nicht so viel anders wie der andere. Aber passt. Okay. Bitte nicht rauchen. Mach mal. Einmal raus hier. Dankeschön. Okay. Tür. Ja. Okay. Wir machen mal die Türen auf, auch wenn eh keiner einsteigen wird. Beziehungsweise erstmal soweit bereit machen. So. Einmal nach vorwärts. Das machen wir an. Bremsschlüssel rein. Das lassen wir erstmal so, wie es ist. Und sagen wir links entriegeln. Ach, beziehungsweise ich kann mir gleich schon mal eine Route geben. Wohin fahren wir denn? Wo wollen wir das erste Mal stehen bleiben? Wir sind eine Sonderfahrt. Nee, doof. Doof, irgendwas Größeres. Das hier. Bleiben wir doch hier das erste Mal stehen. Bestätigen. Oha, wieder von vorn.
Ja, liebe Leute, bitte einsteigen. Gut. Einmal zu. Wir sollten vielleicht auch noch zumachen. Okay. Nee, eins habe ich noch vergessen. Blitzensignale. Sind an. Okay. Dann geht's los mit der wilden Fahrt. Warten wir noch auf die Bremse. Deo, gib mal Schmackes. Ciao, Kollege. Bis später. Also eine schnelle Fahrt wird's nicht. War da bist aber auch ganz schön knapp zum Prellburg ran, ne? Aber passt. Es ist einfach eine wunderbare Strecke für die 218. Nettes Spielzeug. Es gibt gar nicht mal so viele Szenarios mit der 218. Ich glaube, eine Rettungsmission, ansonsten ist es halt rumfahren. Aber es gibt sehr viele Fahrpläne auf den anderen Strecken. Inklusive jetzt mit den Custom Mods dazu. Also da, ich glaube, 8 oder 9 Strecken sind es, wo man rumfahren kann im Fahrplan. Planmäßig. Da geht ein bisschen was. So, uns geht's doch mal aus weiter. Gehen wir mal ein bisschen mehr Schmackes. Ah ja, die Sifa. Die wird heute noch Spaß machen. Inklusive PCB, wobei ich glaube nicht, dass wir sehr viel PCB-Action haben werden jetzt auf der Bahn hier. So, wie klingt eigentlich tief? Wie jetzt? Kein Hoch-Tief? Was soll denn das? 218 bei Wish bestellt. Einfach schön. Ja, ein bisschen zu schnell dran. So, das Team auch erledigt. Stimmt, da ist ja noch das zweite Gleis hier. Ja, ja, ich drücke ja schon. Engott. Wollte mich doch nur umsehen. So, Büdesheim, Oberhessen, Bahnsteig 2, 6,4 Kilometer. Wackelig hier. Aber das ist die Strecke hier. Nicht die Schuld von der 218 hier. Naja, ich denke ja schon. Vielleicht mal die Sifa doch wieder aus. Damit ich mich ein bisschen umsehen kann. Gib mal ein bisschen Gummi. Und so langsam. Aber so sträuchertechnisch nehmen wir irgendwie alles mit. Ah ja, passt schon.
sind ja dann gleich wieder 30. Das ist wegen dem Bahnübergang, oder? Ja, gut. Dann machen wir das mal auf Piano. Ich muss sagen, das mit der Pfeife stört mich jetzt ein bisschen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die kein Hoch und Tief hat, dass das beides das gleiche ist. Nee. So, hier mal die 30. Ah, weißt du was? Siefer, du nervst. So. Und tschüss, Siva. Soll man da stehen bleiben? Ach komm, wir bleiben da stehen. Unser Sonderzug nimmt die Leute hier mal mit. Die Bremsen sind ein bisschen brutal. So, bitte einsteigen. Kommen Sie rein. Das hat jetzt gerade irgendwie so gewirkt, als würden Sie gerade aus Protest weggehen. So nach dem Motto, nö, mit dir fahre ich nicht mit. Oh, schaut mal, das sieht geil aus. Oh, da mache ich mal kurz ein Foto. Weil ich weiß, furchtbar. Aber es sieht halt einfach geil aus. Speichern. Dankeschön. Okay. Abfahrt. Wie toll findet die 218 das eigentlich, wenn man gerade von Stand hoch auf die hohen Stufen reingeht? Sollte man dann in jeder Stufe erstmal eigentlich kurz drin bleiben? Ich bin ja so kein Experte, wie man die 218 richtig fährt. Wieder hoch auf die 60. Jetzt bei dem einen nicht gelingt hat, haben wir jetzt eine Bahnübergangsstörung? Ah ne, da ist es. Okay. Alles gut. Ja. Und ansonsten muss ich auch sagen, soundtechnisch bin ich eigentlich ganz zufrieden. Klingt eigentlich ganz gut. Fährt. Warum hast du mir jetzt deine gegeben? Wegen dir. Ja. Okay. Das war so klar. Also, so viel zum Fertiggut. Und ich meinte noch, wir haben wenig PCB-Action. Naja. Hat gar nicht lange gedauert.
Sehr gut, dankeschön. Oh Mann, Chaos-Löwe. Wird sich nie ändern. So, jetzt mal nicht zu schnell. Ah, die alten Signale, einfach schön. Ja, ob wir Kollegen im Bahnhof drin haben? Mal zur Vorsicht. Wenn sie ihn. Nö, leider kein Kollege. Schade. Also ist schon die schöne Strecke, um ein bisschen zu Stellwerken, ne? Man hat jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun. Aber schön. Nee, nochmal pfeifen. Unbefreit. Los geht's. Und dabei das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen. Wenn es so leicht überwachsen ist, sieht es irgendwie am schönsten aus. So, mal schauen, ob Stufe 1 reicht. Oh, es geht jetzt schon wieder berg nach unten. Habe ich es jetzt schon wieder übersehen. Moment. Bravura. Mann, Mann, Mann. So wird es nichts. Jetzt sind noch 2,5 Kilometer. Komm, jetzt kann ich hin. Also, warte mal. Jetzt. Das muss man auch erstmal schaffen. Bitte klatsch mir keine. So, besten Dank. Ah, jetzt. Sehr gut.
Ja, dann nochmal hoch auf die 60. Na, kommst du? Was ist los mit dir? Leistung? Wieso gibt es jetzt gar Leistung mehr? Was ist denn jetzt los? Okay, das ist ein bisschen schräg. Ah, jetzt? Okay. Was habe ich jetzt anders gemacht? Mal sehen. Heute mal ohne Halt. Unser nächster Halt ist Müdesheim. Für unsere Sonderfahrt. Da jetzt in echt stehen mit einer Kamera. Die Kurve ist voll super zum Fotos machen. Das habe ich bestimmt schon mal in der allerersten Folge gesagt von der Niedertalbahn. Ja, was es sieht da so in der Straße drin. Bei den Bäumen da oben. Geile Motive hier. Da ist er, der Schlingel. Diesmal nicht. Wir haben es geschafft mit zwei Zwangsbremsungen. Wir machen hier mal eine kleine Pause. Fahren dann aber weiter. Das soll jetzt nicht unser letzter Halt sein. Ob wir hier eigentlich ein bisschen randalieren könnten? Zum Beispiel Wagen mitnehmen oder abstimmen. Sogar was rum. Na, ich glaube, das geht in anderen Bahnhöfen besser als wie hier. So. Wir wären da. So, dann bitte einmal links entriegeln und aufmachen. Wir steigen auch mal aus. So, hallo. Runter. Dankeschön. Ah ja, kann man gelten lassen. So was ähnliches wie im Bahnsteig hier. Okay. Ah, will ich die jetzt mitnehmen oder nicht? Nee, das lassen wir hier stehen. Okay, also ich mache mal eine kleine Pause. Ich werde mal den nächsten Fahrplan vorbereiten und hoffe, dass wir dann direkt rauskommen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe uns mal eine neue Strecke gegeben und wir haben Ausfahrt. Also, nein, haben wir nicht. Wir müssen hier noch stehen. Der Triebwagen, den wir ganz am Anfang gesehen haben, der fährt hier zuerst durch. Dann werden wir auf den noch ein kleines Stückchen warten müssen, bis der den Bereich hier freigemacht hat. Und dann können wir düsen. Also eine längere Zwangspause, aber gut. War zu erwarten hier auf der Bahn, wenn wir da einfach mal so als Sonderfahrt durchfahren. Wo ist denn der Kollege jetzt schon?
Bist du? Also. Ja, denke mal, 2-3 Minuten ist er da. Wenn er da ist, schauen wir uns mal seine Ausfahrt mal kurz an. Und dann machen wir weiter. Bei euch nur ein kleiner Schnitt. Ich würde sagen, soll ich mich hier hin oder hier hin? Der Pfosten da. Ich würde sagen, ich stelle mich mal so hin. Also, schauen wir mal, bis er dann ankommt. So, da kommt er ja, unser Kollege. Moin. Ich habe mir gerade, während ich hier gewartet habe, überlegt, ob wir unseren Zugverband nicht ändern. On the fly. Weil, warum auch nicht? Moin. Nach Stockheim bei dir. Ja, Tür auf. Geht doch. Schönen guten Tag. Na, wisst ihr wohin? Okay, auch nicht unterwegs. Wo geht ihr eigentlich hin? Ich will das mal kurz sehen. Verschwindet ihr da wie immer hinterm Haus? Ja, das sieht ganz danach aus. Jo, das war das Delikt hier hinten. Ihr verschwindet vermutlich genau an der gleichen Stelle. Was ist, wenn ich mich da hinstelle und die spawnen? Das ist ungefähr hier. Hä? Kommst du jetzt her? Erwischt die fast richtig. Na? Keine mehr? Schade. Okay. Ja. Wir haben jetzt keine Ausfahrt. Die Frage ist, was soll man daran ändern oder was hinten ran machen? Soll man einfach just for funsies eine Dampflok hinten ran machen? Oder eine E-Lok? Dann können wir halt überall rumfahren, wenn es wäre. Ja gut, können wir sowieso mit Diesel, aber warum eigentlich nicht? E-Lok auf Abwägen. Aber was war nicht mir da rein? Hm. 106? Nee. Ne Vectron. Bisschen modern, aber haben wir überhaupt mal kurz den Filter für Deutschland? 1846, 422. Was könnten wir? 101. 204. Die 204 wäre eigentlich auch ganz witzig zum Mitnehmen. Und Talent? Nö, das ist mir zu neu. 110. Was haben wir denn? Saint Blue, Miri Shuttle, die Press 110. Warum eigentlich auch nicht? Wieso kann ich dich nicht platzieren? Weil ich da stehe, oder wie? Ah, hier geht's auch. Lass mich das doch da hinstellen, wo ich stehe. Ich kann doch da... Da geht's. Okay. Ah, nehmt mal Fitness Array Service. Okay, da müssen wir jetzt dann nur irgendwie ran an die Lok. Wisst was? Das kriegen wir hin. Tun wir mal ein bisschen rangieren. Oh Mann. Was mache ich hier nur wieder für Sachen? Aber hey, so schnell werde ich hier eh keine Ausfahrt erwarten. Warte mal, komme ich nicht mit Steuerung 0? Was zum... Okay. Ich war jetzt gerade für einen Moment besorgt und ich bin im falschen Führerstand. Hallo? Gehe ich halt da raus, mein Gott. So, das machen wir jetzt von der Lok aus.
und uns da selber unterstützen. So. Ich mich hinsetzen, dankeschön. Rückwärts. Ja, ich sollte vielleicht die Tür noch zumachen. Okay. Gut, wir bewegen uns. Und erfahrt jetzt weiter, versteht die Welt nicht mehr, warum hier auf einmal eine Lok aufgetaucht ist. Und was wir da jetzt eigentlich machen. Ohne mit ihm zu reden. Ich kann mir überlegen, haben wir in Chainsaw World irgendwo einen Ablaufberg? Alter, was? 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 War das jetzt ein echtes Signal? Okay. Ich würde sagen, ich spawn da nochmal neu und versuche das nochmal. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt nochmal kurz nachgesehen bezüglich dem Signal. Hier ist kein Signal, jetzt hier halt die Tafel. Also da muss er, wenn dann das hier als Signalträger genommen haben, weil das Ausfahrsignal steht da hinten um die Kurve. Ja. Okay, also das mit der 110, mit dem wird dann halt nichts, wenn wir da drüber fahren müssen. Dann machen wir mit dem Originalplan wieder weiter. Also, das kann ich natürlich nicht in die Lok rein teleportieren, weil ich noch nicht einmal drin war. Eventuell können wir dann jetzt direkt losfahren. Chaosfahrt. Nee, nee, nee. So, Tür auf. Und einmal rein mit dir. Dankeschön. Gut, ganz viel Spaß nochmal. Signale. Schlüssel ist drin. So. Route setzen. Ich möchte nach. Bitte nach da. Und zwar hierhin. Bestätigen. Ne? Ausfahrt. Oh ja, geil. Nice. Wir haben Ausfahrt. Sehr gut. Mal ein bisschen weiter als wie vorher. Ciao FDL, denkt dir nichts, was hier passiert ist. Ganz normal bei mir. Platz haben wir in den Tunnel auch nicht. So, jetzt rein so vom Profil her. Zu schnell. So, jetzt ist er happy mit 60. Also mittlerweile tue ich hier oben das Ding nicht mehr einstellen. Weil egal was ich mache, das geht immer auf nicht einsteigen. Seit Anfang an irgendwie nicht gefixt. Ah, geil. Auf der Strecke kannst du einfach die geilsten Fotos machen.
Ja, jetzt habe ich vergessen, PCB anzumachen. Er ist ein bisschen schlau beim Fahren anzumachen. So radierig an den Klatschen, würde ich mal sagen. Naja, 2 Kilometer. Schaffe ich jetzt aber ohne PCB. Nochmal pfeifen. Ah, diese Lexin Train Sim World. Was ist eine Frage? Man hat ja hier den Langsamgang und den Schnellgang. Der Langsamgang ist der effektiv anders übersetzt, dass du zum Beispiel mehr Zugkraft hast. Oder was ist der technische Unterschied zwischen Langsam und Schnellgang hier in der Lok? Mal sehen. Falls das jemand weiß, gerne in die Kommentare. Müssen wir da keine Leistung geben hier? Nee. Wisst ihr, was mir gerade einfällt wegen der 218? Es gab ja nochmal diesen einen neuen Zugsimulator, den wir ja mal angespielt hatten. Da haben wir irgendwie auch nichts mehr gehört. Also ja von den Typen, die diesen Fishing Simulator gemacht. Oh, den werde ich gleich mal nach dem Video mal nachgucken. Ich habe doch so im Kopf drin, dass auch bei Steam das Forum recht ruhig war und es sonst nicht wirklich viel Gequatsche gab seitens des Entwickler. Hatte ja sogar Squirrel gefeatured gehabt, den Sim. Das war ja extrem early, was wir damals gespielt hatten. Mein Potenzial war da, aber schon sehr early. Sollen wir unser Zeug hier noch irgendwo abstellen? Na, da hätten wir eigentlich initial anders fahren sollen. Das weiß es nicht. Okay, Tür auf. Mal ganz kurz umschauen. Ich glaube, hier haben wir nicht wirklich Platz zum Spielen. Und wir könnten versuchen, ob wir hier hinkommen. Und das Gleis da ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz für uns. Da hat es nicht mal einen kleinen Zwerg. Interessant, jetzt mal kurz gucken. Könnte man nach vorne irgendwie weiterfahren? Also man könnte da raus. Mal schauen, hat es da hinten ein Cheersignale. Da ist Dead End.
hier nichts rangieren, so wie es aussieht. Hm, da hat es eins. Oder sie haben es da einfach nicht eingefügt. So wie die Oberleitung hier. ja, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, auf den könnte man noch kommen. Wie schaut es denn hier auf der anderen Seite aus? Vermutlich nicht viel besser. Nee. Nö. Okay, auch nicht. Ah, ich glaube, das wird hier nichts. Ansonsten gäbe es noch irgendwo am Bahnhof, wo man ein bisschen mehr randalieren kann. Abgesehen jetzt vom Endbahnhof. Da. Könnte man in das Gleis da rein handweichen. Und abgesehen davon gäbe es halt nur noch den da. Da wären wir schon wieder am Ende. Okay, nein, hier können wir nicht so viel umspielen. Müssen wir auf einer Strecke machen. Naja, das war jetzt mal so ein kleines Abenteuer mit der 218. Ich überlege mir da noch was. Schwerer Güterzug wäre eigentlich noch ein Thema. Aber auf einer anderen Strecke. Hoffe, euch gefallen. War natürlich chaotisch wie immer. Und ich schaue mal wegen dem anderen Simulator nach, ob ich da mal eine neue News habe diesbezüglich. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.